Okay. Also Leute, checkt den ersten Link in der Beschreibung, da geht es jetzt nochmal zu der Tour, zu den Tickets. Falls ihr noch kein Ticket habt, kommt doch gerne vorbei, auch alternativ mit euren Eltern oder Omas oder Geschwistern, whatever, oder alle. Mit Freunden. So, man kann auch ein romantisches Date beim Alex machen, ganz klar. So, stopp, bevor das Video eigentlich losgeht. Und zwar könnt ihr 5x2 Tickets für die Show jetzt am 15.04. in Köln gewinnen. Ja, also alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Beschreibung gehen. Da ist ein Link, also erster Link in der Beschreibung. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Also geht da einfach drauf, füllt es aus und schon seid ihr dabei beim Giveaway. Ja, Giveaway, Gewinnspiel, wie auch immer, Verlosung, wie ihr es haben wollt. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Video. Also viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns in Köln. Nanu? Was wart ihr denn hier? Mensch, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es tut mir wahnsinnig leid, dass am Samstag kein Video kam, aber ihr hört es vielleicht ein bisschen. Ich bin krank geworden auf Tour und wir waren die ganze Woche unterwegs und es ist unfassbar krass, was da passiert ist. Und ich wollte einfach mal ein ganz kurzes Video machen. Das ist hier auch kein richtiges Video, so. Es ist einfach nur eigentlich so ein bisschen Infovideo, so ein bisschen, ja, einfach erzählt, was so passiert ist. Und ja, das würde ich jetzt sagen. Komm, wir setzen uns mal irgendwo gemütlich hin und dann erkläre ich euch das einfach mal ein bisschen. Ja, Freunde, was ist alles passiert? Es ist so unglaublich viel passiert diese Woche. Es war so krass. Also zum einen ging natürlich die Tour los. Am Dienstag startete die Tour in Stuttgart. Das war wirklich unfassbar krass. Direkt ausverkauftes Haus. Es war unfassbar, wie viele von euch da waren. Und es war so eine geile Stimmung. Da sind natürlich die meisten Pannen passiert mit Abstand, weil es war unsere allererste Show. Wir hatten ein bisschen holprigen Start, aber es war sehr, sehr geil. Es hat riesig Spaß gemacht trotzdem. Und ich war richtig happy. Wir haben danach auch alle Fotos durchbekommen. Jeder, der ein Foto wollte, hat auch ein Foto bekommen. Und das hat mich richtig gefreut. Es ging dann direkt auch weiter nach Ravensburg. Ravensburg, super schönes Theater. Richtig, richtig cool. Aber es kommt dazu noch ein ganz großes Video, wo ihr das alles wirklich im Detail nochmal seht. Und wie das da alles war, wie es da so abgegangen ist. Ihr seht jetzt vielleicht nur so ein paar kleine Ausschnitte. Und es war einfach richtig cool. Also die Location war hammergeil und die Stimmung war richtig gut. Und auch dann am nächsten Tag hatten wir Off-Day, da haben wir uns ein bisschen erholt, da haben wir fast den ganzen Tag nur geschlafen. Hatten dann wieder während der Tour immer mal wieder ein paar Probleme. Auch die Show selber, die hat sich komplett geändert von Show zu Show. Also das war die Leute, die in Stuttgart die Show gesehen haben und haben eine komplett andere Show gesehen, als die Leute, die es in Berlin gesehen haben oder die es in Nürnberg gesehen haben oder Ravensburg. Das ist so krass. Und die Leute, die nach Köln jetzt kommen, ihr werdet wieder eine komplett andere Show sehen. Für euch haben wir sogar nochmal ein fettes Finale. Also von daher, es ist so krass. Also es ändert sich, die Show ändert sich zu 100% jedes Mal, wenn wir sie spielen, weil uns immer irgendwas auffällt, weil das ist ja, wie gesagt, meine allererste Tour. Und auch die Show so in dieser Art mache ich eigentlich auch so zum ersten Mal eigentlich. Klar, diese Show da im September, das ist so das eine. Aber auf der anderen Seite diese Tour oder diese Konstellation in dieser Show und mit dieser Technik und dieser ganzen Geschichte und so weiter, das mache ich zum allerersten Mal. Und von daher ändert sich das natürlich auch. Da bin ich mega happy über euer ganzes Feedback immer, was ich da bekomme. Also es macht riesig Spaß. Uns allen so, aber wir sind auch eine richtig lustige Truppe. Ja, jetzt steht in wenigen Tagen steht Köln an. Die letzte Show der Tour, die allerletzte Show. Und wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch das allerletzte Mal, dass ich diese Show spiele. So, also wir spielen jetzt eine, also für alle, die im September dabei waren im Theaterhaus, da habt ihr ja die Timekeeper Show gesehen. So, und für alle, die jetzt da waren, die haben die Timekeeper 2.0 Show gesehen. Es ist im Prinzip die Timekeeper Show mit ein paar neuen Sachen und so, mit ein paar Änderungen und auch mit einem Gastact und so. Also das Ding ist aber, diese Show ist sehr, sehr persönlich so. Da stelle ich mich ja im Prinzip vor und ihr lernt mich kennen in dieser Show. Und das ist meine Spülmaschine, ja. Ja, ihr habt Timekeeper 2.0 gesehen und Timekeeper ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Show, da ich mich dort selber vorstelle. Also es ist halt meine Geschichten, wie ich da hingekommen bin, wie ich zu dieser Show gekommen bin. Im Prinzip diese ganzen Etappen, ihr wisst ja, wenn ihr dabei wart, habt ihr es mitbekommen. Und da das aber so eine persönliche Show ist, ist es für mich sehr, sehr schwierig, dass wenn man im Prinzip dann diese Show spielt, dann gibt man natürlich auch sehr, sehr viel von sich preis. So. Und ich glaube, so auf Dauer funktioniert das gar nicht. Deshalb ist jetzt in Köln das letzte Mal, dass ich die Timekeeper-Show spiele. So, es ist nicht das letzte Mal, dass ich eine Show spiele, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, jetzt geht es jetzt richtig los. Aber es ist das letzte Mal, dass ich die Timekeeper-Show, so wie sie jetzt ist, spiele. Mit diesen Geschichten und im Prinzip so viel von mir erzähle. Und danach wird die Show einfach so ein bisschen allgemeiner gehalten und nur noch so ein paar vielleicht kleine Anekdoten. Aber so diese richtige Vorstellung und diese richtige Timekeeper-Geschichte, meine ganzen Geschichten, werde ich das allerletzte Mal am 15.04. in Köln spielen, ja.
Also wenn ihr es noch sehen wollt, dann ist das eure letzte Chance, die Timekeeper Show zu sehen, bevor halt eine neue Show kommt und die ablöst und dann halt, ja, die Show, ja, ins Regal gestellt wird. Ja, ihr habt mitbekommen, es kommen sehr, sehr viele coole Leute nach Köln. Natürlich ein paar Überraschungsgäste, die ich bis zum Schluss nicht sagen kann. Das bleibt eine ganz große Überraschung bis zum Schluss. Aber um euch mal noch mal ein paar Gäste zu sagen, die jetzt tatsächlich dort kommen und die sich jetzt angekündigt haben. Also es kommt Emra, es kommt viel FIFA, es kommen Kiko und Bao, Phineas, Sascha. Unsympathisch TV, die ganzen Stuttgarter Jungs kommen nochmal vorbei. Die waren zwar schon in Stuttgart, aber die kommen einfach nochmal nach Köln. Also freue mich riesig. Dankeschön, dass ihr kommt. Das ist richtig, richtig cool. Also Unsympathisch kommt, Peter kommt, Spendi kommt. Und mal schauen, ob Tim und Nico auch noch vorbeikommen. Die sind auf jeden Fall auch in Köln, habe ich gesehen, für die FIBO. Also es kann sein, dass die auch noch vorbeikommen. Aber das bleibt dann wahrscheinlich nochmal eine Überraschung. Dann kommt noch Kai. KF hat sich angemeldet, dass er kommt. Lion kommt vielleicht auch noch. Also ein paar richtige Oldschooler. Also es ist richtig, richtig cool. Und das ist eine ganz, ganz lustige Truppe. Stefan Gehrig kommt auch vorbei. Ich habe bestimmt ganz viele jetzt vergessen, weil es kommen unendlich viele. Und ich freue mich riesig, dass so viele von euch vorbeikommen. Und es wird richtig cool und die Stimmung wird richtig geil. Und ja, freut auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Überraschungen noch im Gepäck für euch. Und das wird auf jeden Fall richtig cool. Ja! Was machen wir jetzt? Sollen wir noch irgendwas machen? Komm, wir machen noch einen Kartentrick oder so. Wir machen noch irgendwie... Komm, irgendeinen Zaubertrick, machen wir noch was Kleines. So, weil die meisten haben jetzt eh schon abgeschaltet, aber für alle, die jetzt bis jetzt da geblieben sind, für die machen wir jetzt noch einen Zaubertrick. Moment. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal nur so ein kleines Infovideo, ein bisschen was anderes. Aber jetzt kommt bald wieder nach der Tour wieder ein richtiges Video. Da geht's wieder auch richtig los. Aber jetzt gerade ist einfach so viel los. Es ist einfach krass mit der Tour. Da bleibt kaum Zeit für was anderes. Also, wenn du jetzt noch die letzte Chance nutzen willst für die Timekeeper-Show und da dabei sein willst und dir ein Ticket holen willst, dann schau mal unten in die Beschreibung. Da findest du auf jeden Fall den Ticket-Link. Und komm auf jeden Fall nach Köln. Es wird richtig cool. Es wird richtig Bock machen. Und da haben wir wirklich richtig fette Sachen vor. Also von daher, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Wenn du noch kein Ticket hast, hol dir ganz schnell eins. Es kommen richtig coole Gäste, richtig coole Kumpels und wir machen eine richtig coole Party dort. Also von daher hoffe ich, dass wir uns dort sehen. Und für alle anderen, danke, bis ihr zugeschaut haben. Wir sehen uns jetzt gleich unten in den Kommentaren oder auf Instagram. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da kommen so viele Stories gerade online von den Sachen, die wir da erleben und was wir da machen. Und das ist so krass. Da lade ich gerade auch mal verhältnismäßig viel hoch für mich so. Also von daher, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, kommt auf Tour. Ciao, ciao.